Hallo meine Freunde der Sonne, das ist immer wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und ein Vorschlag kam rein, ihr habt es alle mitbekommen, dass Jan Hofer nicht mehr ähm, der Chefsprecher der Tagesschau ist, was ich ähm, sehr schade finde. Es klingt immer so doof, wenn man das sagt, ja, ähm, der und der hat mich die Jahre immer bekleidet, ne? ähm, Aber es stimmt so, ähm, hab ich, ich habe mir gerne immer... Die Nachrichten äh, von Ihnen übelst gerne angeguckt, er war mir immer sympathisch, aber er hat natürlich jetzt auch seinen, ähm, ja, großen Abschied verdient. Mal gucken, wir wissen ja, äh, äh, er kann ja nicht so gerne stillhalten. Vielleicht kommt noch was von Ihnen, äh, vielleicht wird es Ihnen dann doch ein bisschen zu langweilig. Ähm, und ja, ich sollte mal auf YouTube-Kacke reagieren, <laughs> auf seine YouTube-Kacke, und ich bin sehr, sehr gespannt, was die da draus gezaubert haben. Yes. Hier yes. ist das erste deutsche Fernsehen. Yes. Der Jetzt schon wieder so stumpf. Guten Abend, meine Studio Damen und Herren, ich begrüße Sie, Sie zur Tagesschau. Das ist mein Tag, Jan Hofer. Ich begrüße Sie. Kurz vor dem harten Lockdown hat Bundespräsident Steinmeier das Infektionsgeschehen außer Kontrolle. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 16.300 eigentlich gerade der einzige, ähm, der das irgendwie nicht mehr hören kann, ähm, und nein, ich, ich gehe jetzt nicht, ich sage jetzt nicht von wegen hier, ja, es ähm, ist alles nur Verschwörung und Pipapo, es ist eine ernste Lage, äh, in der wir uns gerade befinden, aber ich kann einfach auch die Zahlen gar nicht mal hören, also irgendwie, das, das, das wird irgendwann dann doch zu viel, weil ähm, bei mir zum Beispiel auf der Arbeit ist es ja auch schon so, äh, dass wir eigentlich jede Sekunde gefühlt reinigen müssen, dass wir äh, nur noch halbtags arbeiten dürfen und, 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 und.

Mancherorts, wie hier in Berlin, war es dann doch voll. Die Schlange hier war schon sehr, sehr lang. Und, und ich habe eine andere Kasse gefunden. Aber ich jetzt nicht, 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 nicht. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier appellierte eindringlich an die Eigenverantwortung. Es hängt an Freunde und Verwandte. Wir wissen, was zu tun ist. Wir feiern und freuen uns. Weihnachtsgeschäft. <laughs> <an Sturmlieb und lacht> da das war das Original eigentlich. <laughs> oh, das <wär's>. <lacht> <Schön>. <lacht> Ich, ich, ich würde mir manchmal so wünschen, dass Politiker einmal im, so einen Tag lang ähm, das aussprechen würden, was die eigentlich gerne aussprechen wollen würden ne? ich glaube, da würden die meisten Menschen ähm, erstaunt erstmal gucken, ne? wenn da so ein Politiker kommt äh, und dann so sagt jo äh, mir fällt gerade nichts ein ne? aber ja, Politiker, die können gut und reden. Und freuen ja. uns. Weihnachtsgeschäft, und an Sturm Freude. und Weihnachtsgeschenke, das ist das Motto dieser Vorweihnachtszeit. <laughs> Entschuldigung, die Regelungen <laughs> für die Schulen in den einzelnen Bundesländern finden Sie auf tagesschau.de. Mehr zum Arten Lockdown auf tageschau.de und auf tageschau.de um 21.15 Uhr auf tageschau.de. <laughs> In Mainz und Kanada haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die erste Impfung bekamen zahlreiche Demonstranten gegen die Impfungen. Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bislang fast 300.000 Menschen im Zusammenhang mit Trident. wie die immer die Spritzen reinrammen. Ey, wenn ich mich impfen lasse, ne? Weil mein Arzt, ne? Es macht dann ja immer dann. Ähm die, 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 die Arzthelferin, ne? die macht das immer so schön vorsichtig, schön sacht und, und, und hier so. Psst. Kein Wunder, dass die Leute äh, sich nie spritzen lassen, nie impfen lassen wollen. Nie von wegen, dass die Angst haben, dass die äh, Impfung so viele Nebenwirkungen hat. Nee, wenn ich solche Videos sehe, von wegen, da mit dem Ding da? Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat hätte ich auch ein paar Probleme, ne, wenn ich sowas immer wieder sehe. es <laughs> ist immer so krass, ey. <laughs> ah, bei mir und auch beim Plasmaspenden sind die immer mega. Und das ist ja, ne? Äh, das Plasma wird da dann ähm, rausgenommen und das Blut kommt da wieder rein. Ne? Das heißt, ähm. Der Eingang ist ja schon ordentlich groß und das merkt man auch, wenn der Eingang dann in die Vene reinkommt. Aber selbst da sind die so übelst vorsichtig, ne? Wenn ich dann immer so sehe, wie die Ärzte hier in, in meine Nachrichten impfen. Puff, also, da verstehe ich halt die Leute, dass sie äh, gegen Impfungen sind, ne? Also. Er galt als Boah, Meister so der liegen. Spannung und scharfer Beobachter der Zeitgeschichte. Ich bin mit 36 Jahren gestorben. <laughs> meine Damen und Herren, das war nach 89 Jahren meine letzte Tagesschau. Ganz. Oder 89 Jahre, ey. Hat er sich auch gut gehalten, ne? Wir sind Jan. nun hier zu zweit, weil im <laughs> ersten deutschen Fernsehen heute endlich Jan Hofer geht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Machen <laughs> Sie es gut. Ach, schade, schade, dass er äh, geht, ne? Ähm, es, werden, es werden noch viele folgen, ne? ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, viele werden ja auch ähm, jetzt voll lachen und sagen, hey, mh, ne, ähm, wo... Chevan Raab aufgehört hat mit äh, TV Total und ich weiß, jetzt werden viele in den Kommentaren unten schreiben, äh Brainpool und sowas, der ist auch Geschäftsführer von der Firma, also den gehört auch ein Teil von der Firma und der müsste eigentlich gar, der hätte ja nie aufhören müssen, aber klar, wenn die Einschaltquoten komplett äh, runtergehen, äh, muss man halt irgendwann sagen, so war die letzte äh, Sendung, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich auch so ein bisschen ähm, traurig, wo ich das so gehört habe. Ich habe... ich ich kenne ja wirklich fast alle, oder ich kenne glaube alle Folgen. Ich kenne glaube alle Folgen von TV total. Aber wie schon gesagt, die nächsten Jahre werden viele Wegbegleiter, in Anführungszeichen viele Wegbegleiter ähm, entweder leider durch Tod von uns gehen oder ähm, weil sie mit der Karriere aufhören. Finde ich auch mal voll schade, wenn man so mal überlegt. Ne? Also die, die, die letzten Jahre sind ja echt viele gegangen. Ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also zu dem Dings äh, muss ich sagen, die YouTube-Kacke war eigentlich sehr cool. Äh, man hätte aber noch ein bisschen mehr machen können. Ne? Noch ein bisschen länger vor allen Dingen noch die YouTube-Kacke. Und ähm, man hätte die noch ein bisschen lustiger schneiden können. Aber für den Anfang ganz okay. Kann man die meckern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ. Im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein und tschüss.